Der im Iran zum Tod verurteilte Demonstrant Mohammed Gobadlo geht in Berufung. Wie unter anderem die Zeit berichtet, werde der Prozess gegen den 22-Jährigen vor dem obersten Gerichtshof neu verhandelt, teilte das Justizportal Misan mit. Gobadlos Exekution war vor kurzem nach Protesten ausgesetzt worden. Gobadlo wurde wegen Korruption auf Erden verurteilt. Gemäß islamischer Rechtsauslegung im Iran wird diese mit dem Tod bestraft. Sein Anwalt kämpft demnach nun für eine Neuverhandlung dieses Urteils. Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International droht mindestens 26 Demonstranten im Iran die Todesstrafe. Bisher hat der Iran 4 Urteile vollstreckt. Amnesty bezeichnete die Prozesse als unfaire Scheinverfahren, so ntv.de. Geständnisse würden durch Folter erpresst. Kritiker werfen der politischen Führung in Teheran vor, mit den Hinrichtungen Angst zu verbreiten und die Protestbewegung einschüchtern zu wollen.